tot. Wir würden es euch gerne sagen, doch gibt's da ein Verbot. Wir dürfen es nicht singen, es wurde uns zensiert. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen. Ihr wisst ja, der erste Song ist immer ein bisschen, hä? Mach ich immer, sage ich immer nichts beim ersten Song. Unheilig. Unheilig, Quatsch, der letzte Instanz ist das nicht unheilig. Entschuldigung. Ach ja. Danke Zusteller fürs vierte Mal, fürs fünfte Mal das Abonnieren. Moin Rainer, Servus. Ich streame jetzt nur eine halbe Stunde und dann später nochmal im Laufe des Abends dann oder im Laufe des Tages. Nur so einen kleinen Frühstücksstream habe ich mir gedacht. Dankeschön. In der Früh nehme ich keine Gäste, weil ich keine Lust habe, meinen Tag mit Streit und Hass zu beginnen. Mir geht's gut, ich hoffe euch auch. Dankeschön. Hallo, Servus. Andere Welten. Bist du allein? Vielen Dank fürs Fanwerden. Heute was geplant? Ja, also ich würde auf jeden Fall mal eine lange Session von Skyrim aufnehmen. Dass ich dann mal ein paar Parts davon habe. Damit da auch wieder regelmäßig was kommt. Also ich bin in letzter Zeit bei so viel hin und her wuseln gewesen und habe es geschafft, Skyrim aufzunehmen. We'll be right back.
Okay, läuft. Naja, ich habe jetzt 5 Stunden Zelda aufgenommen gehabt. Oder 4 Stunden irgendwas, also 4, 5 Stunden Zelda aufgenommen gehabt letzte Woche. Und ich habe in 2 Sessions komplett Ori durchgespielt und aufgenommen. Und Skyrim habe ich irgendwie schon wieder außer Acht lassen. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Guten Morgen, Servus Pixel. Na und jetzt bin ich erstmal am Frühstücken. Hab mir gedacht, eine halbe Stunde oder was könnte ich mal streamen dazwischen. Und dann später streame ich dann mal noch eine Stunde. Und ja, dann gucken wir mal, was so der Tag noch so bringt. Aber ich weiß noch nicht, wann ich noch eine Stunde streame heute. Muss ich mal später gucken. Guten Morgen, Servus. Servus, Wander, Servus. Nimmst du heute Gäste? Vielleicht heute Nachmittag, jetzt aber jedenfalls nicht. Jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, ich habe keine Lust, meinen Tag mit Streit und Hass zu beginnen. Und deswegen erst heute Nachmittag. Und wenn ich Gäste nehme, das geht natürlich nicht für.
Nein, ich bin YouTuber. Ich bin in einem Gewerbe angemeldet. Ich habe ein eigenes Gewerbe mit YouTube und so weiter. Wieso schließt du das zu spät auf? Ist heute bei dir kein Arbeitstag? Und mir ist doch außen Arbeitstag, sonst würde ich nicht streamen. Und ich bin deswegen so spät aufgestanden, weil ich erst um 4, 4:30 ins Bett bin. Und ich stehe immer um 9, 10 rum auf. Das ist für mich ein normaler Arbeitstag. Ich stehe um 9, 10 rum auf, dann durch Frühstücken und dann fange ich an mit meinem Tag. Videos, streamen, Let's Plays, wie auch immer. Mache dann irgendwas an meinen Shirts, an meinen Designs, an meinen Postern. Oder ich bin gerade dabei, irgendwas anderes in die Richtung zu machen. Da gibt es genug Möglichkeiten, genug Sachen, um mich den ganzen Tag zu beschäftigen. Und das mache ich dann meistens bis abends um 8. Dann verbringe ich ein paar Stunden mit meiner Freundin. Und dann ab 10, 12, 1 herum, je nachdem, setze ich mich wieder an die Arbeit und mache weiter. Und dann gegen 3, 4 herum lasse ich mir dann vielleicht eine halbe Stunde, Stunde ein bisschen entspannen vorm Schlafen und dann gehe ich pennen. Ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Der Beruf ist hart, würde ich ihn nicht bezeichnen. Die Sache ist halt, er ist auf eine andere Art und Weise hart, ne? Es ist halt nicht so, dass man jetzt sagt, oh ja, cool, du hockst den ganzen Tag vom Rechner, bist den ganzen Tag am Zocken oder so. Es geht am Tag, also es ist ja so oft, dass ich irgendwelche Spiele, heute zum Beispiel, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Skyrim, aber ich muss Skyrim Let's Playen, weil ich es angefangen habe. Und da muss ich schon schauen, dass ich das auch mache, ne? Dass ich halt auch was hab. Und es ist halt auch immer nicht so einfach. Es geht halt nicht auf die körperliche Kraft oder so, das ist nicht so anstrengend vom Ding her, sondern es geht eher so auf die Psyche. Was für Blockgeräusche. Offspring ist geil, ja. Gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbands. Guten Tag. Schönen guten Tag. Dragon Quest ist auch klasse. Ach ja. Was ist dein Lieblingssong? Von Dragon Force? Schwierige Frage. Die haben eine Menge gute Songs. In Human Rampage mag der Klassiker sein, den viele von Guitar Hero noch kennen. Der ist ziemlich geil. Ich muss aber auch sagen, weiß nicht, Sonic Firestorm ist ein geiler Song, Soldiers of the Wasteland ist ein geiler Song, Cry Thunder, was gerade läuft, ist ein geiler Song. Es gibt einen Haufen guten Songs von Dragon Force.
Also ich habe keinen, den ich jetzt einen anderen vorziehe. Es gibt einen Haufen guter Songs von Dragon Force. Es waren jetzt auch nur ein paar von denen. Sausage of the Wasteland ist ein richtig geiler Song, den habe ich früher sehr, sehr viel gehört. Sonic Firestorm ist ein geiler. Rally of the Damned, unfassbar geiler Song. Genau, ich sehe nicht aus, als ob ich Metal mag. Ich trage nur ein Amon Amarth Shirt, ne? Stefan, vielen, vielen lieben Dank für 1000 Barren. Wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank. Sau cool, danke schön. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mahlzeit, Servus. Hast du nur das eine Shirt? Nein? Mit Shirts kann ich werfen. Ich finde eigentlich nicht, dass Amon groß Mainstream ist, tatsächlich. Ja, Amon ist jetzt mittlerweile halt sehr groß und deswegen natürlich auch entsprechend bekannt. Aber deswegen finde ich es halt gerade Mainstream. Mainstream ist ja mehr so Sachen, die man im Radio spielt, die wegen jedem Kindergarten Werbung machen. Das ist ja schon mehr Mainstream. Also, weiß nicht. Finde ich persönlich eher eigentlich ein Quatsch. Kennst du Santiano? Ja, habe ich sogar ein Album da. Von Amon habe ich übrigens, glaube ich, jedes Album sogar. Bin mir nicht ganz sicher. Übrigens, ich habe alleine von Amon... Lass mal kurz überlegen. Ich habe das Shirt, den Pulli habe ich zweimal. Das Shirt habe ich. Das hier habe ich... Ja, alleine von Amon, glaube ich, vier Shirts und zwei Pullis. Und ich habe von Amon, habe ich das hier liegen? Nee, ne? Und ich habe von Amon außerdem noch ein Kopftuch, ein Bandana. Magst du mal die von denen anmachen? Kann ich gleich mal anmachen, ja. Du bist eher so ein JBO-Typ. JBO ist aber auch Metal, ne? JBO ist Fun Metal. Wird auch als Metal eingeordnet. Habe ich auch schon live auf Summer Breeze gesehen damals. Dann machen wir mal Amon Amarth an. Eines meiner absoluten Lieblingslieder von Amon. Das ist schon ein älteres Lied. Bruder Klaus, Dankeschön für 1000 Barren und vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Sau cool, Dankeschön.